Ich bin Igor Lopatonok. Ich bin Filmmacher, Regisseur und Produzent. Sie haben wahrscheinlich meine Filme wie Ukraine on Fire und Revealing Ukraine gesehen. Insgesamt habe ich ab 2014 4 Filme über die Ukraine-Krise gedreht. Der letzte wurde 2021 veröffentlicht. Ich möchte heute über die Politik der Todeslisten-Webseite Miro-Torres sprechen, was auf Deutsch Friedensstifter heißt und 2014 in der Ukraine gegründet wurde. Als stolzes Mitglied dieser Todesliste oder Todeslisten-Webseite möchte ich Ihnen erklären, was in der Ukraine mit der Meinungsfreiheit los ist, was für ein Regime die Ukraine jetzt ist und wie sie unabhängige Journalisten bedrohen und versuchen, ihnen Angst zu machen und wie sie versuchen, ihre Berichterstattung auf ein einziges Gebiet zu beschränken. Als der Staatsstreich in der Ukraine am 18. bis 20. Februar 2014 stattfand, war das bereits ein großer Schritt, das Narrativ herauszubilden. 3 Fernsehsender wurden vor dem Putsch gegründet: Spreso, Romatske und Ukrstream. Und sie sprangen auf den Zug der sogenannten Revolution auf und verbreiteten das Narrativ sofort an das ukrainische Publikum. Sie wurden aus dem Ausland finanziert. Es gibt darüber Dokumente von der Soros Foundation und der niederländischen Botschaft und anderen. Der Versuch, über die Medien das Narrativ zu verbreiten, bestand also darin, dass von Anfang an, als der Staatsstreich gelang, versucht wurde, alle unabhängigen Stimmen in diesem Bereich zu verfolgen. Das war zunächst 2014 mit Unterstützung von Anton Geraschenko, der war damals berühmter Anführer der Proteste in der Ukraine, und Arsen Avakov, der später Polizeichef in der Ukraine oder Innenminister wurde. Er ist der Typ, den ich hervorheben möchte, sehr berühmt für verschiedene Sachen, für verschiedene politische Dinge, die er getan hat. Er war der Pate des Azov-Bataillons. Er hat das Azov-Bataillon nicht selbst gegründet, aber er hat es unterstützt und legitimiert und ihm den Status der Nationalgarde in der Ukraine verliehen. Also, er wusste, dass diese paramilitärische Formation von rücksichtslosen, neonazistischen Ideologieträgern Teil des ukrainischen Militärs ist und legitimierte sie dadurch. Dieser Mann war also der Pate auch dieser berühmten Friedensstifter-Webseite, der Miro-Torres. Sie versuchen, alle Daten über unabhängige Journalisten, Schriftsteller, Filmemacher und Redner zu sammeln. Anfang waren es alle, die im östlichen Teil der Ukraine lebten, in dem Gebiet, das wir als Donbass kennen. Aber dann haben das auf die ganze Ukraine ausgeweitet und danach aufs Ausland. Sie nehmen also auch ausländische Journalisten ins Visier. Sie sind bekannt dafür, die persönlichen Daten von mehr als 5000 ausländischen Journalisten zu veröffentlichen, die im Donbass gearbeitet haben oder über diesen Konflikt berichten, der meiner Meinung nach alle Anzeichen eines Bürgerkriegs in der Ukraine ausweist, mehr als eine ausländische Intervention. Den Miro-Torres oder Friedensstiftern wird vorgeworfen, dass sie Leute doxen, das heißt ihre persönlichen Daten veröffentlichen, sodass Menschen, Journalisten und andere geografisch geortet werden und diese Informationen öffentlich werden. Das erste Opfer, der berühmte ukrainische Schriftsteller Oles Buzina, wurde wegen dieser Webseite umgebracht.
Und ein weiteres Mitglied des ukrainischen Parlaments wurde ermordet. Das hat Konsequenzen. Zunächst verbot Facebook das Profil von Mirat Voris oder der Friedensstifter-Webseite. Danach nahmen sie sich Azov vor und man war bereit, sie als terroristische Organisation einzuordnen. Aber plötzlich änderte sich alles. Die Änderung war, dass das Biden-Team zurück an die Macht kam und danach wurden diese Tötungslisten-Webseite dafür bekannt, mit den getöteten Menschen zu prahlen. Sie veröffentlichten ihre Bilder mit großen roten Buchstaben, auf denen liquidiert oder terminiert steht. Das betrifft zum Beispiel Daya Dugina, die von einer mutmaßlichen ukrainischen Miliz namens Natalia Wolf ermordet wurde. Das hat viele Fußspuren im Schnee hinterlassen. Danach erschienen auf ihrer Webseite die Daten von Roger Walters und anderen. Und insgesamt wurden auf dieser Webseite etwa 600.000 Namen veröffentlicht. Viele Leute aus Russland, viele Leute aus der Medienbranche in Russland oder einfach nur Prominente. Es wurde eine Technik angewendet, um jemanden sehr bekannt zu machen, um auf ihn aufmerksam zu machen. Wer sind Ihre Berater? Das ist eine sehr gute Frage, denn in der Ukraine selbst hat niemand die intellektuellen Fähigkeiten, so etwas zu tun. Nach sorgfältiger Untersuchung dieser Dinge sehen wir die wirklichen Profis, sogenannte selbsternannte informelle interne Separatoren, wie die Ex-US-Militärbrigadegeneral Joy Harding und andere Aktivisten, die im Ausland sind und die mit den Ukrainern Technik und Wissen, Technologie und Vorlagen teilen, wie man Menschen verfolgt und wie man eine Kampagne organisiert, um Stimmen aus dem Feld zu räumen, die man nicht hören will. Denn diese Stimmen sind für ihre Politik sehr gefährlich. Sie wollen die ukrainische Gesellschaft einer Gehirnwäsche unterziehen und sie umerziehen und manipulieren. Außerdem wollen sie die gesamte Weltgesellschaft einer Gehirnwäsche unterziehen und manipulieren, insbesondere die westliche Welt. Damit sind sie recht erfolgreich. Und alle, die ihre Stimme gegen dieses Mainstream-Narrativ erheben, sind praktisch alle Agenten Putins oder Putin-Apologeten und arbeiten auf die eine oder andere Weise für den Kreml. Ich stehe also seit 2019 auf dieser Webseite für meinen Film Revealing Ukraine. Auch mein Produzent und Partner, der viel dazu beigetragen hat, dass dieser Film zustande kam, mein lieber Freund Oliver Stone, ist darauf. Und viele andere Menschen. Ich kann auch einige ganz besondere Namen nennen, wie Henry Kissinger oder Michail Saakashvili. Es ist sehr seltsam, hier tote Menschen zu sehen, denn auf der anderen Seite der Barrikade tun sie genau das Gegenteil. Aber wie ich schon sagte, man setzt Prominente auf die Liste, man setzt sehr bekannte Politiker auf die Liste, weil sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Ich denke, das ist ein sehr gefährliches Beispiel, das zu mehr Konsequenzen führen kann, als wir im Moment erleben. Ich glaube, dass dies dazu führen kann, dass in den Vereinigten Staaten eine solche Tötungsliste erstellt wird, die nicht mehr auf die ukrainische Krise oder das ukrainische Narrativ abzielt, sondern auf ein innenpolitisches Narrativ der Vereinigten Staaten. Deshalb müssen wir unsere Stimme erheben und alles tun, um diese Webseite zu schließen, um alle, die dabei mithelfen, zu entlarven, um alle ihr Fehlverhalten aufzudenken. Und wir müssen begreifen, dass unsere Redefreiheit von Leuten, die wir beim Namen nennen müssen, rücksichtslos angegriffen wird.
Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen sie Nazis nennen. Denn dies ist eine Taktik, die bereits in Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und davor angewandt wurde. Und wir haben es mit einer Wiedergeburt des Vierten Reichs der Nazis zu tun, das jetzt Ukraine heißt. Ich danke Ihnen. Das ist eigentlich alles, was ich Ihnen mitteilen möchte. Mehr können Sie in meinem Film herausfinden, Ukraine on Fire, Revealing Ukraine, The Everlasting Present, Maidan Massacre. Danke Ihnen vielmehr. Ich bin Igor Lopatonok, Filmmacher, Produzent und Regisseur.